Ja, ich habe mich für den Beruf als Steinmetz entschieden, weil ich damals Schnupperwochen gemacht habe hier im Betrieb. Und ja, das hat mir eigentlich direkt so gut gefallen, dass ich auch nicht weiter geguckt habe in anderen Betrieben. Und dann konnte ich auch zum Glück direkt in der Lehre hier anfangen. Ja, man kann halt schöne Sachen aus Stein machen. Man kann kreativ sein und seine Ideen entfalten in den Stein und kann eigentlich ja, seine eigenen Sachen, die man im Kopf hat, wirklich verwirklichen. Ich übe ja immer wieder am Stein und versuche auch meine Kreativität so noch zu verbessern. Als Steinmetzer haben wir hauptsächlich, kann sich jeder vorstellen, damit zu kämpfen, dass es laut ist, es ist schwer, es ist staubig, es ist nass. Also nicht unbedingt sehr reizvoll, aber dennoch ist das ein Beruf, der einem unheimlich viel gibt. Weil ganz einfach, ich gehe heutzutage so nach 25 Jahren im Beruf an Stellen vorbei, wo ich dann denke, das habe ich damals gemacht. Im Prinzip braucht man vor Schmutz keine Angst zu haben. Wir leben doch hier in Breitengraden, wo jeder nach Hause gehen kann, springt unter die Dusche und ist wieder sauber, steckt die Wäsche in die Waschmaschine und zack, wieder sauber. Ist doch alles super. Also für den Dreck hier, da braucht man keine Angst zu haben. Handwerk hat für mich nach wie vor immer noch, wie es so schön heißt, goldenen Boden. Man, zumindest, ich spreche jetzt mal für uns, wir genießen hier eine unglaublich große Freiheit. Wir haben Arbeiten hier im Atelier und wir haben Arbeiten auf diversen Baustellen, sei es in der Nähe, sei es weit weg, die uns jedes Jahr wieder unseren Horizont erweitern. Und da kann man schon eine Menge Spaß dabei entwickeln, vor allem bei so einem doch relativ jungen und dynamischen Team, wie wir das hier haben. In Ostbelgien sind wir in Belgien die Einzigen, die hier die duale Ausbildung überhaupt machen. Das heißt, wir haben natürlich 4/5 Betrieb, 1/5 von Tagen haben wir Berufsschule. Und damit ist die Qualität von unserer Ausbildung ziemlich hoch. Also das Wichtige ist für uns tatsächlich die Praxisanwendung in den Betrieben dabei. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist ein sehr geringes Thema. Wir können unsere Leute gut vermitteln. Denn unsere Leute sind in der Praxis einfach sehr, sehr gut ausgebildet. Was man ja auch an den Wettbewerben sieht, die im Moment in Ostbelgien oder in Belgien insgesamt laufen. Ich habe mich jetzt vorbereitet, also nach der Auswahl, wir hatten so eine kleine Auswahl, was auch hier in Grasse-Logne war. Und dann hatten wir vor 2 Wochen eine Pressekonferenz und da haben wir dann entschieden, dass wir hier 2 Wochen in Grasse-Logne dann das Übungsstück hier versuchen, es überhaupt mal hinzubekommen, also überhaupt mal es zu realisieren. Und dann machen wir wirklich in den Konditionen, wie das wirklich am Wettbewerb ist. Das heißt, wir stoppen die Zeit. Ich muss gucken, dass ich mit meinen Kollegen hier parat komme, das ist ein Elektriker und ein Frigorist. Ich muss gucken, dass ich sie nicht störe und dass sie mich nicht stören, dass wir gut aneinander vorbeikommen. Und das werden wir dann diese Woche auf 3 Tage, 8 Stunden pro Tag, dann durchgehend ohne Pause probieren dann, ob das klappt. Das ist ein Beruf, wo man nicht einfach eine Arbeit machen kann, ohne zu überlegen. Zum Beispiel ein Heizungsrohr muss immer im richtigen Gefälle sein. Wenn das schon ein Zentimeter falsch ist, kann sich da ein Luftsack bilden, dann kann nichts mehr funktionieren. Ich finde das aber auch sehr gut, immer ein bisschen gefordert zu sein, weil ich muss immer irgendwie einen Ansporn haben, irgendwie was immer besser zu werden und so. Deswegen ist das schon gut. Ich
ist schon eine interessante Herausforderung. Als wir gefragt wurden, ob wir da bereit wären mitzumachen, musste man natürlich mal erst mit dem Lehrjungen damals, Lehrjunge, abklären, ob er Interesse hatte. Und er war direkt Feuer und Flamme. Ich glaube, es ist auf jeden Fall erstens für den Betroffenen selber ein richtiger Motivationsschub. Aber auch, glaube ich, für die Lehrlinge, die wir jetzt noch haben, ist es ein Anreiz, da will ich auch hingelangen. Und ich glaube, für die ist es für das Interesse an dem Beruf und man erkennt auch dadurch, dass Handwerk nicht mehr, wie es früher üblich war oder eine Lehrzeit, nur mit Kehren, Autos putzen und so weiter zu tun hat, sondern effektiv mit Technik und man da schon eine gewisse Kompetenz und ein gewisses Interesse mitbringen muss, um das Ganze auch zu verarbeiten. Was mich in dem Beruf fasziniert ist, wenn die Verputzer in dem Haus gekommen sind, dann sieht das Haus von innen oder von außen sofort ganz anders aus. Also für mich, wenn wir in dem Haus waren, fängt das Haus an, richtig zu leben. Und das fasziniert mich jedes Mal wieder aufs Neue. In unserer Branche, in der Baubranche sowieso, ein sehr großer Mangel an Fachleute. Und von daher denke ich mal, auch wenn man einen handwerklichen Beruf ausübt oder erlernt, hat man später auch eine sehr, sehr hohe Chance, ständig im Beruf bleiben zu können, sich irgendwas aufzubauen später, eine Existenz aufzubauen. In diesem Jahr ist es ganz markant, fehlen uns aktuell deutlich Lehrlinge. Im Moment, jetzt hier Anfang September, waren noch fast 100 Lehrstellen auf unserer Lehrstellenbörse nicht besetzt. Das würde ich schon fast als dramatisch bezeichnen. Wenn man sieht, in fast allen Berufen würde man noch verschiedene Lehrstellen frei haben, die besetzt werden können. Da ist auch natürlich gerade wichtig, so eine Aktion wie Euroskills, die darauf aufmerksam macht, wie attraktiv und interessant Handwerk- und Technikberufe sind, um mehr junge Leute zu begeistern für solch eine Karriere mit Lehre. Also das war so gesehen meine zweite Stelle hier, wo ich schnuppern war und hier hat es mir gut gefallen. Ich durfte auch hier meine Lehre anfangen, ja, und durfte jetzt auch als Geselle hier bleiben. Ich war den Meisterkursus jetzt am Besuchen und ja, den Meister dann vielleicht zu schaffen und danach mal schauen. Ja, schon, also wenn man ja bedenkt, dass man jetzt vom ZWM aus dahin gegangen ist, man dann der, so gesehen der belgische Meister geworden ist, unter dann verschiedenen anderen Teilnehmern. Ja, und jetzt dann auf die Euroskills mitzumachen, das ist schon, macht einen schon ein bisschen stolz. Und dann, ja, wie man dann endet da, vielleicht noch mehr stolz. Ja, ich glaube, ein Handwerker muss heute sehr viele Fähigkeiten haben. Gut, er muss sein Handwerk perfekt beherrschen. Er muss natürlich fähig sein, die hochmodernen computergesteuerten Maschinen heute zu bedienen. Er muss fast ein Stück Architekt sein, damit er Pläne zeichnen kann, Pläne verstehen kann und das Ganze natürlich nachher auch in die Realität mit unserem schönen Naturprodukt Holz umsetzen kann. Wir haben hier das Glück, gute Handwerksbetriebe zu haben. Wir haben gute Berufsausbildungszentren. Beides funktioniert auch sehr gut zusammen. Und ich glaube, das ist schon die Basis für einen Beruf zu erlernen.
Das Schöne an der dualen Ausbildung ist, dass die Lehrer grundweg aus den Betrieben kommen, tagtäglich mit ihrem Beruf konfrontiert sind, die Entwicklung des Berufes mitbekommen und das geben sie dann hier in den Fachkundekursen den Schülern weiter. Also wir sind schon da top aktuell. Die praktische Arbeit liegt mir viel mehr, macht mir viel mehr Spaß als den Theoriekram. Und generell studieren kann ich jetzt immer noch, war halt auch eine Voraussetzung von meinen Eltern. Gerade der Beruf liegt mir, also ich mache es sehr gerne, mir macht es Spaß. Mein Chef gibt mir auch die Möglichkeit, mich kreativ zu entfalten. Also ich kann mir Sachen ausdenken, klar, wir besprechen das dann, probieren mal aus, klappt das oder nicht, dann probieren wir es bei einem Geschäft aus, ob die Leute das mögen oder nicht. Also das, da habe ich hier schon die Möglichkeit und das finde ich auch gut so. Man fängt auch im ersten Lehrjahr um 6 Uhr an, während die anderen, also bei mir hat sich das so gestaffelt. Ich bin halt von 6 Uhr im ersten Lehrjahr, dann auf 5, dann auf 4, also man wurde so langsam rangetastet. Also das fand ich schon auch sehr gut, als direkt am Anfang um 2 Uhr anzufangen. Also da hätte ich schon dran zu knabbern gehabt. Gut, dann mache ich jetzt Feierabend, freue mich auf morgen und kann wieder neue schöne Sachen machen.